So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteelTrader Helpdesk Fragen und Antworten. Natürlich mit Dirk Hilger, geht auch gar nicht anders, und mit mir. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Zunächst einmal machen wir hier das Obligatorische, und zwar den Risikohinweis. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen hier nichts als Empfehlung verstehen. Ja, ganz wichtig wie immer an der Stelle. DAX Short All In. Ja, genau deswegen, ja, sage ich hier sowas. Und bevor ich jetzt gleich an den Dirk übergebe, haben Sie natürlich wie immer in diesem Webinar die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür ist das Webinar ja auch gedacht. Also können Sie gerne schon jetzt im Vorab Ihre Fragen schon reinschreiben. Ich habe auch schon einige Fragen gesehen. Und Sie können auch im Vorfeld auch per E-Mail uns die Fragen schicken. Haben wir auch tatsächlich per E-Mail bekommen heute. Also jederzeit gerne möglich. So, jetzt habe ich aber angekündigt. Es ist nämlich schon fast soweit. Am Donnerstag Live-Trading-Event. Wer möchte, kann sich noch anmelden. Ja, wer jetzt kurzfristig sich doch dafür entscheiden kann und Zeit hat. Dass Dirk dabei ist, habe ich ja schon gesagt. Selbstverständlich ist er dabei. Gehört fest dazu. Und ich werde gleich den Link hier in den Chat kopieren. Können sich im Nachgang informieren und natürlich gerne dann dafür registrieren. Gut, dann übergebe ich schon mal den Bildschirm und ja, wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Fragen und ich helfe dann zwischendurch natürlich gerne. Bild ist da, Ton jetzt auch. Yes. Dann hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite zum Helpdesk Webinar, das Frage- und Antwortspiel sozusagen um den Stereotrader. So, ein paar Sachen haben wir schon vorab bekommen. Ja. Beziehungsweise ich muss mir ja nicht vorstellen, das hat der Nelson ja gerade schon gemacht. Von daher, ich glaube, weiß auch jeder, wer ich bin, der hier mit dabei ist. Gerade noch gesagt hier. Hallo. Was denn? Also, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber dein Ton ist ein bisschen übersteuert. Kann das sein? Der ist übersteuert. Ich kann den noch lauter machen. Ist so besser? Warte. So angenehmer? Ja. Für mich schon. Ich weiß nicht, die Teilnehmer können gerne was dazu schreiben, ob es vorher besser war oder so, aber. Ja, sorry, der war hier ein bisschen laut gedreht. Das kann schon sein. Es hat hier kurz geklippt. Ich glaube, so ein bisschen geht noch, aber so müsste es eigentlich in Ordnung sein. So, dann nochmal unverzerrt. Vielleicht dann diesmal, also nochmal, hallo von meiner Seite, mein Name ist Dirk Hilger, Nelson hat mich ja schon vorgestellt, die meisten werden mich auch kennen, die hier dabei sind, ich bin der Entwickler vom Stereotrader und wir machen heute die übliche monatliche Runde hier, wo wir halt live versuchen, Fragen zu beantworten rundherum den Stereotrader, und auch wenn es irgendwie Problemchen gibt oder so, versuchen wir das auch hier zu lösen und wahrscheinlich irgendwie der schnellste und effizienteste Weg, um halt so Fragen, die sich sonst vielleicht einfach nur schwer per E-Mail oder so erklären lassen, hier aus dem Weg zu schaffen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, DAX Short All In. Nein, ist natürlich kein Live-Trading hier. Aber schön zu sehen, dass halt, ich glaube, sind noch einige aus der Gruppe hier mit dabei. Schön zu sehen, dass das Ganze endlich mal aufgeht und dass jetzt hier mal, so wie es aussieht, den großen Trend aufnimmt. Ich habe vorhin mal ein Daily hier reingeguckt. Nur mal ganz kurz so am Rande, bevor wir hier gleich einsteigen. Und das sieht schon recht vielversprechend aus. Jetzt einmal da unten durch und dann sollte es eigentlich auch langsam mal erledigt sein. Aber gut, so, dafür sind wir heute nicht hier. Ich habe mir mal die Fragen rausgesucht, die wir jetzt schon ein paar E-Mail bekommen hat, die der Nelson mir weitergeleitet hat. Nelson, ich sehe übrigens keine Fragen hier, ne? Das ist irgendwie wie schon üblich wieder. Fast so. Das kann doch nicht sein. Ist aber so. Okay, dann werde ich natürlich vorlesen. Ja, okay. Aber irgendwas kann man doch bestimmt irgendwie noch umstellen, einstellen. Oder? Ganz ehrlich, also wir selber von hier aus haben wir nichts verändert. Du bist als Organisator hier angemeldet. Das heißt, du hast auch alle Rechte und solltest auch die Fragen sehen können.
Nö, leider echt nicht. Ja, dann. Hier, Moment mal. Haben wir hier noch was anderes am Start? Nee. Hier gibt es noch den Chat, da steht auch nichts drin. Hier bei Fragen ist einfach nur leer. Da ist nichts, als wäre keiner da. Okay, komisch. Wahrscheinlich ist auch gar keiner da. Dann ist gut, Nee, dann also können wir wenn du nicht das wissen. sehen könntest, würdest du dich sehr freuen, denn es ist wieder, wir sind wieder mehr geworden tatsächlich. Also wächst und wächst. Ja, ich sehe auch irgendwie halt die Teilnehmer sehe ich, aber keine Fragen, wie gesagt, ne? Das ist ein bisschen schade. Gut, aber bevor wir jetzt hier so viel Zeit verplempern, also die Frage 1, die wir hier heute haben, ist, ob es die Möglichkeit gibt, die Kursmarken von Horizontallinien, das heißt, das vermute ich mal, wenn man eine horizontale Linie hier einzeichnet, machen wir gleich mal rot, dann passt die auch zum Geschehen, dass die ja dann hinter dem Panel verschwindet. Liegt natürlich daran, dass das hier als Hintergrundzeichnen halt eingestellt ist. Und wenn man die davor macht, liegt die halt davor, hat man aber dann dafür hier die Anzeige von dem Preislevel. Und da war jetzt halt die Frage, ob es irgendwie auch so geht, dass halt quasi das Preislevel angezeigt wird und der Stereo-Trader davor liegt. Leider nein, kann ich leider nicht schöner beantworten. Habe ich auch schon selber moniert an Meta-Quotes, hat man irgendwie vor über einem Jahr mal zur Kenntnis genommen. Und weil es gibt überhaupt gar keinen einzigen plausiblen Grund, warum irgendein Panel, das man im MetaTrader macht, hinter irgendeiner Linie liegen sollte. Also erschließt sich mir in keinster Weise auch nur irgendwo eine Logik dafür. Und aber mit der Logik ist das manchmal nicht so einfach dort. Und ja, ist leider so, muss man mit leben. Und naja, es gibt Schlimmeres. Ne? Okay, so dann haben wir hier noch die zweite Frage. Im MetaTrader 5, die Objekte lassen sich meistens nicht mit Mausdoppelklick aktivieren und löschen. Da wäre halt wirklich mal die Frage, welches Bild das ist. Ich kann es hier mal versuchen. Ich habe hier ein bisschen viel Sachen auf. Gucken, dass ich mich jetzt da nicht irgendwo verzettele. Also, wenn man hier jetzt als Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, was gemeint ist mit Objekten, sind damit selbst gezeichnete Objekte gemeint, also wenn man halt irgendwie eine Linie malt oder Kästen oder wie auch immer, weil ich weiß, dass es in der alten Version war das mal ein Problem, aber in der neuen sollte das eigentlich gehen. Die muss man nur ein bisschen genauer klicken, habe ich immer das Gefühl, im MetaTrader 5, als es halt im MetaTrader der 4 der Fall ist. Also, so, wenn ich genau treffe, also ich klicke jetzt hier wirklich permanent hintereinander und wie man sieht, das lässt sich unentwegt aktivieren und deaktivieren. Nur wenn ich ein bisschen daneben hier klicke, so war es jetzt zumindest gerade, dann geht es irgendwie manchmal nicht. Also, ob das was mit Stereo-Trader zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich im MetaTrader 4 eleganter gelöst, ja. Also Ja, ne? ja, Ist doch MT5 muss schön. man wirklich sehr genau draufklicken. Im Ja. MetaTrader 4 hat man ja so einen Puffer, was man einstellen kann. Aber das ist ja ist Ja, weil ich weiß, dass da mal in der alten Version gab es da mal halt ein bisschen Stress mit, aber das sollte eigentlich alles behoben sein. Also auch wenn man die hier aktiviert, deaktiviert, geht auf jeden Fall. Also genau zielen. Dann, die Frage habe ich leider schon wirklich extrem oft gesehen. Backtesting im MetaTrader 5 beziehungsweise History Trading. ganz kurze Ergänzung, weil der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, der ist auch gerade hier online, der meinte er auch bei den Horizontallinien. Ja, das wird aber das gleiche Problem sein, schätze ich mal, ne? Also da geht auch, ne? Also, das war jetzt hier die Stelle, ohne die Maus zu bewegen, wo ich die Linie generiert habe. Sieht jetzt nicht nach Problem aus, ne? Also auch wenn ich es hier irgendwie mitten reinziehe, irgendwo, vielleicht ein paar Orders drumherum packe. Nö, geht. Also hier kommt eine Ergänzung vom anderen Teilnehmer. Ältere Objekte werden nach einigen Tagen berührungslos. Neue Linien funktionieren gut. Ja.
Das kann aber auch, ne, also ich würde bei MetaTrader 5, so mal generell kann man das, glaube ich, wirklich mal sagen, man braucht definitiv eine andere Rechnerperformance im MetaTrader 5, genau genommen, weil das ist halt, jetzt ohne da zu weit in die Tiefe zu gehen, MetaTrader 4 ist 32-Bit, MetaTrader 5 ist 64-Bit. So, das klingt jetzt erstmal so alles doppelt so toll, das ist aber nicht so. Das heißt, zuallererst mal nur verbraucht insgesamt für alles doppelt so viel Speicherplatz, doppelt so viel. Und das heißt, wenn MetaTrader 4 zum Beispiel auf einem Computer mit als Beispiel 8 GB RAM noch sauber läuft, MetaTrader 5, der braucht schon mal direkt 16. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und gerade halt hier mit den Objekten, je mehr das werden, und das geht halt schon mal richtig ordentlich in die Tiefe, was dann halt den Speicherverbrauch irgendwie angeht. Ne? Das sollte man wirklich echt nicht unterschätzen. Also MetaTrader 5, da sollte man immer direkt einplanen, gleich mal einen neuen Computer irgendwie zu kaufen. Und weil sobald, auch wenn der halt irgendwie nackt meinetwegen noch gut läuft, ja, jetzt ohne, dass der Stereotrader drauf ist, klar, mit dem Stereotrader wird der natürlich dann halt schneller an seine Grenzen kommen. Das ist aber jetzt nicht, weil der Stereotrader ein Problem hat, sondern weil halt einfach, das ist grundsätzlich die Sache, alles, was 64-Bit ist, verbraucht doppelt so viel Speicherplatz. Muss man einfach wissen. Und das darf man halt wirklich nicht unterschätzen und da nicht immer gleich irgendwo dann die Schuld irgendwo in irgendwelchen Programmen suchen, sondern tatsächlich dann den Rechner mal aufs Doppelte aufrüsten und dann wird man sehen, das meiste davon oder fast alles, wenn nicht sogar alles, wird sich dann auch in Luft auflösen. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, mal die Info. Dann komme ich mal zu der nächsten Frage, wenn es okay ist. Also wie gesagt, jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil ich halt hier wirklich gar kein Feedback jetzt sehen kann, was da noch irgendwie reinkommt. Ja, du kannst gerne zu der nächsten Frage. Ja. So, dann ganz oft, wie gesagt, die Frage Backtesting History Trading im MetaTrader 5 mit dem Stereotrader funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Das steht auch mit keinem Wort irgendwo drin, dass es funktionieren soll. Und das ist im Handbuch auch kein Fehler, dass da nur steht MetaTrader 4, weil es geht in MetaTrader 5 schlichtweg nicht. Und aus irgendwelchem Grund auch immer hat da halt MetaQuotes, also der Hersteller von MetaTrader, die haben da halt, generell ist das, der Tester ist halt eine Katastrophe, also im Vergleich zu dem, was halt im MetaTrader 4 drin ist. Man kann ja auch keine Indikatoren oder irgendwas einfügen, man kann eigentlich nichts machen in dem Tester, außer testen. Und ich komme halt einfach über den Stereotrader überhaupt nicht an dieses Testfenster ran, so dass ich da irgendwas kontrollieren könnte. Man kann es rudimentär machen, wenn man halt genau die Bildschirmgröße so einstellt, wie ich es in der Entwicklungsumgebung habe, dann wird man es hinkriegen. Aber das ist ja natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ist tatsächlich momentan so, also wer History Trading machen will, macht es einfach auf dem MetaTrader 4. Also es gibt ja auch da nicht wirklich Einschränkungen, da halt dazu, beziehungsweise von der Funktionalität, da ändert sich ja eigentlich nichts. Es ist ja auch dazu da, um Strategien zu testen oder halt auch automatisierte Strategien, die mit der Entwicklungsumgebung vom Stereotrader erstellt worden sind. Und das ist ja ohnehin kein Unterschied, MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, das ist ja alles das Gleiche. Also wie gesagt, geht leider nicht. Vielleicht fällt mir irgendwann dazu noch was ein, wie man das halt lösen kann, aber momentan geht's halt nicht und ist auch jetzt nicht unbedingt vorgesehen, dass es in einer der nächsten Versionen gehen sollte. Alright. Okay, der Fragensteller bedankt sich. Dann gibt es 3 Fragen hier im Chat schon mal. Außer du wolltest jetzt von dir aus noch einige Sachen besprechen. Nö, also ich habe übrigens, es sind ja einige hier dabei, die auch in der Testers-Gruppe drin sind. Da vielleicht, das kann man schon mal ankündigen, also das nächste Bild wird wahrscheinlich heute noch online gehen, weil ich habe jetzt überhaupt gar kein Feedback mehr, jetzt irgendwie, was da halt irgendwie nicht funktionieren sollte. Es gibt eine neue Version, die ist möglicherweise, wenn da der ein oder andere Probleme halt vielleicht mit der Darstellung hatte, wenn es hier und da mal gehakt hat oder so, da ist halt dahingehend ist einiges verschlankt worden und könnte sein, dass das halt alles ein bisschen flüssiger läuft halt als vorher. Und wäre dann ohnehin zu empfehlen, da dann halt eben auch auf das neue Bild dann auch zu wechseln. Gibt auch noch so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jetzt hier im Microterminal. Oh, falsche Farbe, okay. Im Microterminal ist jetzt halt auch, gibt es auch die Quick Buttons. Ich setze es mir eben kurz zurück.
Das heißt, wie man sieht, hat man auch hier die Möglichkeit, Quick Buttons zu verwenden, die man auch einstellen kann, nämlich ganz einfach hier drüber, also Setup, Terminal, und dann kann man hier auswählen, was man da halt haben möchte, Edit-Feld, also Texteingabe oder nur Quick Buttons prozentual, Textfeld plus Quick Buttons und so weiter. Ist jetzt hier auf prozentual gestellt, ich stelle das mal oben auf normal. Und dann kann ich halt hier auch die voreingestellten Positionsgrößen auch einstellen. Also jetzt hier zum Beispiel 1, 2, 3, 7. Ja, erscheint dann hier oben entsprechend dann halt, ich hoffe, das ist groß genug, was dann, was man da gesehen hat, als Faktor ist es jetzt halt hier. Moment, habe ich jetzt vergessen, was umzustellen. Okay, das ist hier jetzt noch aus der Entwicklung. Dann steht dann halt, bei euch steht dann hier 1, 2, 3 und 7. Und was man aber eben auch noch machen kann, ist dann entsprechend hier hinten die prozentualen Werte eingeben. Das heißt, hier kann ich dann halt zum Beispiel auch, das heißt, ich füge halt hier einen, wie nennt man das? Das nennt man nicht Hashtag, wie nennt man es nochmal original? Ich komme schon nicht mehr drauf, ein Rautezeichen hier ein. Und kann dann dahinter die prozentualen Werte schreiben. Und das heißt, hier steht zum Beispiel jetzt 0,5, 1,0, wenn ich das jetzt noch ergänze, durch 1,5 und 2,0. Und dann steht hier entsprechend, und das war natürlich jetzt falsch, ich muss natürlich auch hier umstellen auf prozentual. So, dann steht hier halt auch entsprechend dann die Prozentwerte, die ich gerade eingetragen habe, nämlich 0,5, 1,5, 1,0, 2,0. Und habe dann halt hier unabhängig davon die normalen Quick Buttons hier oben bei der Order Size. Aber wie gesagt, jetzt hier im Skype Terminal eben auch noch mit dazu. Das ist noch eine kleine Neuerung, die dazu gekommen ist. An der Stelle mein Dank an den Heiko, Heiko Behrendt. Der hat mich so lange verfolgt damit, bis ich mich dann jetzt am Wochenende hingesetzt habe und habe es dann halt gemacht. Und jetzt ist es halt drin. Und aber ich glaube, freut natürlich auch noch einige andere. Also es ist sowieso ja hier so die Heiko-Behrendt-Abteilung hier oben. Jeder einzelne Button ist eigentlich auf seinen Mist gewachsen mittlerweile. Aber ist auch schön. Ist natürlich auch, weil er verwendet den ja halt auch im Live-Trading in all seinen Webinaren, Coachings und so weiter und so fort. Und von daher ist es natürlich auch schon eine nette Geschichte, dass da halt der Input kommt und ich mich dann auch breitschlagen lassen muss, um dann halt auch solche Sachen einzubauen. Passt sich natürlich der Größe an, das heißt, wenn man es hier das deutlich größer macht, man kann das Skyping-Terminal ja auch zum Beispiel auf XL stellen, dann sieht das Ganze so aus, dann sind dann halt hier drei übereinander, ja, habe ich halt ein bisschen mehr Platz, und wenn ich es zum Beispiel auf S stelle und dann sind die, oder XS, dann sind die hier ganz klein in einer Reihe, ja, also immer so, dass es halt zur Größe halt noch passt. Das ist also jetzt eine Neuerung noch in der Version. Und sonst glaube ich an Neuerungen, also betrifft dann nur die Programmierung. Da hat sich ein bisschen was erweitert, nicht geändert, aber da ist ein bisschen was erweitert worden. Aber ist vielleicht ein bisschen zu speziell hier fürs Helpdesk-Webinar. So, Nelson, du darfst wieder. Ja, dann Feedback dazu direkt ist auch eine geniale Erweiterung. Merci. Ja, damit. Da du ja leider nichts lesen kannst, dann gebe ich das natürlich auch gerne weiter. Dann nächste Frage. Wie kann man Strategiennamen bzw. Strategien wieder entfernen? Wieder entfernen. Tatsächlich, das sollte man mal irgendwie nachbessern. Also man kann es natürlich manuell machen. Aber im Menü selber, tatsächlich hier über Strategie geht es wirklich nicht. Sollte mal irgendwie einen Knopf dazu kommen. Also geht hier nicht, wenn man sie unbedingt aber loswerden will, geht das folgendermaßen. Man geht hier oben auf Datei und dann Open Data Folder bzw. Datenordner öffnen. Und dann gibt es, jetzt muss ich überlegen, wo sind die gespeichert, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Die müssten jetzt vielleicht mal kurz nicht zuhören, bevor ich es dann selber wieder weiß. Das müsste eigentlich hier sein. Ja, okay.
Also nochmal von vorne. Das heißt, man geht hier über Dateiordner öffnen. So, dann hier oben einen Schritt zurück auf Terminal. Und da gibt es Common und da gibt es Files. Und da gibt es dann STMT4 heißt der nächste Unterordner. Setups, das ist ein bisschen lang, aber ist natürlich halt sortiert. Und da sieht man dann halt zum Beispiel halt hier die ganzen Sachen, wie zum Beispiel, da steht hier zum Beispiel in so einem Namen drin, STMT4, FX Flat, D30, Mini Teststrategie. Ja, also der Strategiename steht dann immer ganz am Schluss von einem Dateinamen. Und was haben wir hier? Habe ich den D30 Mini hier gerade auf? Nee, D30. Da kann ich ja mal gucken. D30 SO. So, das nur mal als Beispiel. Das heißt, hier müsste es eine Strategie heißen, die SO heißt. Genau, da ist er. Ne? So, und wenn ich jetzt aber hier dann diese D30 SO einfach lösche und dann stürzt der Stereo-Trader ab. Nein, das wird er nicht tun. So, jetzt hat er sie hier noch, weil die halt gepuffert sind, ja. Aber wenn ich den jetzt neu starte und dann ist diese SO-Strategie, die ist dann weg, gibt es dann nicht mehr, ja. Die sind jetzt hier einfach nur vorgeladen. Also beim Öffnen. Ich kann mal versuchen, ob ich jetzt hier, ob ich das mit dem Reset hinkriege. Ist halt ein bisschen unkomfortabel, ich weiß. Also wie gesagt, wird sicherlich mal nachgebessert. Aber so, jetzt ist sie weg, ne? Jetzt gibt es die nicht mehr. Also Datei manuell löschen und dann ist das weg. Okay, dann nächste Frage. In den erweiterten Einstellungen bei der strategischen Order gibt es eine Tickbox, die heißt jeder Tick. Was bedeutet diese Einstellung? Also hier zum Mitverfolgen, auch für die anderen. Strategische Order, die erweiterte strategische Order aktiviert man über Setup, Layout, Advanced Strategic, sag mal, ich kein Deutsch und kein Englisch mehr. Erweiterte strategische Order heißt auf Deutsch, hier unten aktivieren. Und dann erscheint sowas hier. Ne? Das heißt, die strategische Order sieht dann ein bisschen anders aus. Das da unten vergessen. Ja, das kommt im nächsten Beta erst. Aber bis hierhin, bis zu den Hold-Buttons, sieht es dann halt so aus. Und da gibt es halt eben hier jeder Tick die Einstellung. Das heißt einfach nur, normalerweise, wenn ich die strategische Order, und stell die mal eben um hier auf Minutenchart, wenn ich die zum Beispiel jetzt aktiviere, nehmen wir hier mal irgendein Preset, 5 mal ATR durch 3, und wenn ich jetzt zum Beispiel Short und dann Hold mache, ja, dann heißt es einfach nur, sobald jetzt halt die Strategie hier durch ist, ja, also hier der Block jetzt hier durch ist mit dem Paket, dann wartet er die nächste Kerze ab, ja, also was auch immer eingestellt ist, jetzt Minutenkerze, das heißt, würde der jetzt hier flat gehen, ich kann das ja mal hier forcieren, so, und dann dauert es noch jetzt 5 Sekunden, jetzt doch noch 4, 3, 2, 1, und wenn die neue Minutenkerze kommt, und dann hat man jetzt hier gesehen, gibt es ein neues Paket. So, wenn ich das aber jetzt auf each tick stelle, also jeder Tick, ja, dann ist es halt einfach immer so, sobald der flat ist, kommt mit dem nächsten Tick, geht sofort weiter. Ja, hat man ja gesehen, Paket war weg, der neue Tick ist da und sofort geht es weiter. Das ist halt die Einstellung jeder Tick. Überprüft wird es ja generell sowieso mit jedem Tick. Also das heißt, also was hier im Hintergrund gerechnet wird, ja, das hat damit nichts zu tun. Es geht nur um den Zeitpunkt, wann hier das nächste Paket platziert wird. Okay. Dann nächste Frage beziehungsweise ein Hinweis. X-Frames 4-Stunden-Chart wird falsch dargestellt, es sei denn, ich gebe Zeiten ein, zum Beispiel 8 bis 20 Uhr, dann richtig. Ja, ist so, klar. Weil ist ja auch die Frage, wie will man es denn machen? Also es ist ja auch von Instrument zu Instrument, kann es ja auch völlig unterschiedlich sein, ne? Ist bekannt, es ist generell natürlich ein Problem mit dem 4-Stunden-Chart, sollte aber bei FX Flat nicht der Fall sein. Ne? Also wenn ich halt, also die ist ja wahrscheinlich gemeint, wenn ich irgendwie eine Stundenkerze zu 4 Stunden zusammenfasse. Ne? Das ist ja wahrscheinlich gemeint. Und jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn hier? Der X-Frame.
So, hier die Deckkraft ein bisschen runter. Das geht auch übrigens mit der neuen Version. Das ist auch noch eine kleine Änderung. Man kann die Deckkraft einstellen hier beim X-Frame. Und warum da 5 steht, weiß ich allerdings auch nicht. Also, wenn ich jetzt hier auf, ich gehe mal auf Stunde. So, und da ist ja die Voreinstellung zu 4 Stunden Kerzen zusammenfassen. Klar, weil der rechnet halt immer ab der Kerze, glaube ich, die am Anfang als erstes verfügbar da ist. Also von wo auch immer ich anfange, halt die Berechnung zu beginnen. Und guckt dann, wann sind 4 Stunden voll und kommt dann halt entsprechend zu einer Darstellung. Also das ist ja generell das Problem mit dem H4. Den H4 habe ich eigentlich immer nur richtig, wenn ich ihn auf dem Future halt matche. Aber bei FX Flat sollte das so ein, wenn man den normalen H4 nimmt, dass der halt stimmt. Eigentlich müsste das so sein. Und weil halt die Taktung da halt gleich ist. Dass es dann hier nicht stimmt, wie gesagt, kann sein. Es ist leider nicht wirklich zu vermeiden. Okay, dann jetzt ein längerer Text. Moin Moin, ein Tipp, wie Mensch es hinbekommt, dass das Panel Skype Terminal beim Ändern der Fenstergröße automatisch mit an den Rand wandert. In Klammern Fenster groß, beziehungsweise sichtbar bleibt, in Klammern Fenster klein. What? Ich habe es nicht wirklich ganz verstanden. Also generell, das Skyping Terminal wandert ja mit. So, muss man ja nicht irgendwie manuell verschieben. So, und das geht nicht, oder wie? Oder ja, da kam noch ein Zusatz. Geht im Moment nur durch Doppelklick auf Chart-Verschiebung, File. Ich denke mal, dieses Verkleinern von Panel auf Skype-Terminal. Aber kann der Teilnehmer gerne nochmal im Detail schreiben, gemeint ist. Kann da jetzt irgendwie nicht so wirklich folgen. Also, wenn das da oben ist, das bleibt ja nicht da oben kleben, also an der Stelle, sobald man den Chart ändert. Und da wäre halt jetzt, das wäre so ein Punkt wieder, MetaTrader 4 oder 5. Und wenn 5 ist, wie gesagt, würde ich gerne mal wissen, wie die Rechnerkonfiguration ist dazu, weil das ist tatsächlich, also ich kann mich da echt nur wiederholen. Wer Stress hat mit dem MetaTrader 5, wenn der nicht sauber läuft, holt euch den MetaTrader 4 oder holt euch einen neuen Computer. Ganz klar. Also muss ich wirklich genauso deutlich sagen, wie es ist. Also hier kommt die Ergänzung. Nein, Fenster groß und klein umstellen. MT4, 16 GB Arbeitsspeicher. Fenster groß und klein umstellen. Also, aber geht doch. Also habe ich auch noch nie gehört, dass es irgendwo nicht geht. Da will ich doch eher mal tippen, da ist noch irgendwas anderes da im Chart. Irgendein Indikator oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen EAs, die da halt irgendwo rumturnen, wüsste ich nicht, warum das nicht gehen sollte. Aber da vielleicht lieber mal dann irgendwie über den Support mal schreiben, werden wir schon rausfinden, was es damit auf sich hat. Genau. Weil das ist ja essentiell, dass sich das alles ja mitbewegt. Also ist noch nicht bekannt, dass das jemals nicht funktioniert haben sollte. Also generell, ne? Ich meine, Einzelfälle gibt es immer, aber da muss man halt gucken, wo liegt im Einzelnen dann auch das Problem. Dann nächste Frage. Kann man den Stereo-Trader bei Aktien verwenden? Wenn ja, dann wie? Bei Aktien-CFDs. Also ja, bei Aktien-CFDs ja auf jeden Fall. Wir haben da nur die Datenbank noch nicht eingepflegt. Das wollten wir mal machen, Nelson, ne? Fällt mir gerade ein. Das haben wir letztens noch. Genau, haben wir denn gesprochen. Genau, das werden wir auch jetzt in Angriff nehmen. Ja, so dass die halt richtig da sind. Aber generell, natürlich, also ich meine, also Aktien-CFDs geht hier auf jeden Fall. Nur als Beispiel, ja, da gibt es keinen Grund. Da muss man halt nur leider jetzt momentan ist es halt noch so, dass man halt die Werte wahrscheinlich manuell einstellen muss. Und das ist aber noch ein Job dann für Nelson und mich. Ah ne, hier ist noch zum Beispiel drin. Bayer AG. Ah ne, Standarddata, okay. Wo kommt die Beschreibung hierher? Wir hatten ganz am Anfang, hatten wir schon einige schon hinzugefügt, aber wir erweitern ja unser Portfolio zurzeit bis Ende des Jahres. Da sind ja jetzt noch weitere dazugekommen. Da müssen wir sowieso die Datenbank so oder so aktualisieren. Ja,
Also da stimmt dann halt Punktwerte und so weiter, das stimmt halt nicht. Aber generell handeln kann man das. Und was jetzt reale Aktien angeht, sage ich mal ganz vorsichtig mit dem Stereotrader, ja, aber da muss ich dann eine andere Connection dann halt haben. Ja. Also dann halt letzten Endes nicht über CFDs. Okay, ja, ich bin da. Nein, nein, ich habe okay. Nur geguckt, welche die nächste Frage ist. Auch hier ist keine Frage, sondern auch ein Hinweis. Es gibt immer wieder Probleme mit Olli Volumen Leitmodul. Läuft häufig nicht. Ja, wobei immer die Frage ist, was läuft genau halt nicht. Ne? Ich fürchte, wenn ich es jetzt hier reinziehe, geht es natürlich wieder auf Anhieb. Also hier die LT-Variante. Mache ich mal hier, kippe ich mal direkt drauf. So, ist natürlich direkt da. Aber hier würde ich generell so oder so jetzt auch mal auf das nächste Bild verweisen, weil da sind halt auch nochmal ein paar Sachen im Detail halt nochmal verbessert worden. Und generell, also das Ding funktioniert, ja. Ich habe halt nur irgendwie gesehen, dass manchmal, also das wird ja halt gematcht von der Uhrzeit her, ne? Und hier wird halt geguckt, wenn hier die Profildaten auf 8 Uhr stehen und 22 Uhr, dann guckt das Ding natürlich nach der ersten Kerze, die bei, und die muss dann natürlich auch um Punkt 8 Uhr halt beginnen. Und manchmal ist es tatsächlich so, wenn dann halt der Chart nicht richtig aktualisiert ist oder man da halt irgendwie einen Aussetzer hatte und die Daten sind lokal falsch gespeichert, und dann gibt es keine 8 Uhr Kerze, sondern eine 8 Uhr 1 Kerze. Und damit hängt das wohl zusammen. Und das sollte man sich wirklich da mal die Kerze angucken. Also wenn es eine Kerze gibt, wie hier die zum Beispiel, die dann, ja, man sieht es hier nur nicht, ich habe da unten, ich kriege das Ding hier unten nicht weg, keine Ahnung wieso, aber wie dem auch sei, die fängt ja um Punkt 8 Uhr an, beziehungsweise hier in der Darstellung ist natürlich jetzt um eine Stunde verschoben, aber, und dann wirklich mal darauf bitte gucken und da vielleicht auch mal ein Feedback geben, weil für mich sind solche Sachen natürlich immer schwer bis gar nicht nachvollziehbar, weil ich weiß nur, wenn es eine Kerze gibt, die um Punkt 9 beginnt, oder Punkt 8 beginnt und hier unten steht ein Profil 8, und dann ist das Ding auch da. Und im Zweifelsfall kann man natürlich bei dem bei der Light-Version auch hingehen und kann dann halt auch hier irgendwie 5 Minuten später beginnen oder so. Ne? Dann habe ich aber natürlich das Problem, kann ich ja hier mal machen, wenn ich jetzt auf 8.05 Uhr gehe, so, dann habe ich natürlich jetzt hier gar keine Kerzen mehr. Und das liegt jetzt einfach da einfach daran, ey Quatsch, ich habe hier gar nichts eingetragen. 8.05 Uhr. So, mal gucken, 5 Minuten Chart, doch, da sind sie natürlich. Wenn ich aber jetzt dann auf 30 Minuten gehe zum Beispiel, genau, und das ist genau dieses Phänomen. Ne? Jetzt habe ich plötzlich überhaupt gar keine Anzeige mehr, weil keine 30-Minuten-Kerze um 8.05 Uhr anfängt. Und also das ist für mich die einzige Erklärung, ja, warum es halt irgendwie ab und zu mal nicht angezeigt wird. Und keine Ahnung, wie ich dann halt noch irgendwie drum herum schrauben soll, kann ich natürlich versuchen. Aber generell, wenn es eine Kerze gibt, die um Punkt 8 anfängt, gibt es auch eine Darstellung. Das war jetzt hier, glaube ich, gerade auch ein ganz nettes Beispiel, wo man das auch mal gesehen hat, ja, dass es halt wirklich damit zusammenhängt. Oder beziehungsweise, dass man es damit kontrolliert halt auch entsprechend provozieren kann, dass es halt nicht geht. Ne? Ja, zum Value Profile gibt es noch zwei Meldungen jetzt direkt mal dazu. Also ein weiterer Teilnehmer schreibt, bei mir läuft das auch nicht bei Neustart und nochmal reinziehen, aber kann er jetzt auch nochmal überprüfen, das, was du ja gerade gesagt hast. Und ein anderer schreibt, hallo Dirk, ich habe zeitweise eine massive Verzögerung bis zum Blackout, wenn ich den Value Profile einschalte. Liegt das am Streamflow oder kann ich da den Cache leeren oder sowas? Wenn ich dann den ganzen MetaTrader 4 und die Registry lösche und neu installiere, läuft er wieder normal. Ja. Was mir halt, also ich habe gerade in diesem Punkt wirklich, bin ich halt mal, habe ich mal versucht, zu einigen Sachen halt auf den Grund zu gehen. Sache Nummer eins, die man immer im Auge behalten soll, ist, wenn man zum Beispiel auf dem VPS ist, ja, habe ich bei mir halt auch gemerkt, dass plötzlich alles irgendwie so langsam wurde, das kann doch nicht sein. Und hat sich nachher herausgestellt, da ist halt irgendwie so ein dynamisches Speichermanagement im Hintergrund und ich hatte auf der Systemplatte, wo ja leider
der MetaTrader alles hinspeichert, noch ein Megabyte frei. Und den Rest hat er sich immer so zurechtgeschaufelt scheinbar, dass es gerade wieder gereicht hat. Und das heißt, mit genügend, also da erstmal gucken, ist tatsächlich auf dem Systemlaufwerk, ja, also auf C, ja, dann letzten Endes hier bei Windows, ist da genug Platz. Das wäre halt mal so der Punkt Nummer eins, wo man wirklich ansetzen sollte. Und wenn da halt nur noch irgendwie so ein paar Megabyte sind, unbedingt mal bitte aufräumen, weil halt natürlich das Market Profile, das Value Profile an sich verbraucht jetzt nicht viel Speicherplatz. Aber das, was im Hintergrund passiert, nämlich das muss natürlich für jede Kerze die Kurse abgleichen. Das heißt, jede Kerze muss in der Datenbank gefunden werden, in Echtzeit natürlich. Es geht ja alles in weniger als einer Millisekunde normalerweise. Muss gefunden werden, muss abgeglichen werden. Es wird geguckt, passt es? Und wenn ja, und dann wird entsprechend was dargestellt. Und wenn aber da halt irgendwie im Hintergrund zu viel, na, ich sag's mal ganz lapidar, Unordnung da herrscht und der MetaTrader ständig mit beschäftigt ist, irgendwelche Kurse aus irgendwelchen Kerzen, aus irgendwelchen Datenbanken zu ziehen und irgendwas aufzuräumen, und dann gibt es Verzögerungen. Das ist halt so der erste Ansatz, wo man wirklich mal gucken kann. Nichtsdestotrotz, aber jetzt auch in dem Bild, wie gesagt, das ist noch nicht online, aber ich versuche das wirklich heute Abend noch online zu stellen, weil es halt eigentlich so insgesamt jetzt einen extrem guten Eindruck überall macht. Und da sind aber auch solche Sachen nochmal verfeinert worden, so dass da halt deutlich weniger Zugriff auch ist und das halt ein bisschen ausgedünnt wurde, und das sollte auch nochmal was bringen in dem Punkt, in der Hinsicht. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Frage, wobei ich das hier da die Verbindung zu SailTrader nicht sehe, aber trotzdem lese ich mal vor. Selten einmal bis zweimal die Woche tritt es auf, dass es einzelne Kerzen am Tag fehlen. Der Kurs tickt dann auch nicht. Woran kann das liegen? Also. Ich greif mal ganz kurz rein, du darfst es aber gleich selber noch beantworten. Mhm. Das ist genau dieses Problem, wenn sowas zum Beispiel ist, ja, dass halt eine Kerze mal fehlt, und dann liegt es entweder daran, dass die tatsächlich fehlt, und das würde auch dazu führen, dass zum Beispiel das Value Profile nicht richtig angezeigt wird oder gar nicht angezeigt wird. Da kann aber das Value Profile wieder nichts dafür, weil wenn die Kerze nicht da ist, ist sie halt nicht da, und dann kann es natürlich auch keinen Abgleich geben. Kann aber auf der anderen Seite genau das sein, was ich gerade sagte, wenn mal zwischendurch vielleicht zu wenig Speicherplatz da war, und da halt eine Datenbank, weil nichts anderes ist das ja im Hintergrund, das sind Datenbanken, wo die Kerzen drin liegen. Und wenn da zwischendurch mal irgendwas schiefgegangen ist, und da gibt es da halt ein Loch, ganz einfach, in der Datenbank. Und dann muss man halt da im Zweifelsfall mal halt irgendwie alle historischen Daten löschen und nochmal von vorne anfangen. Und dann erledigt sich das Problem. Aber von Brokerseite kann der Nelson nochmal was vielleicht dazu sagen. Ja, gerne. Das mit den historischen Daten hätte ich auch gesagt, da einmal die Dateien löschen und sich dann frisch vom Server wieder downloaden oder herunterladen, weil pauschal kann ich jetzt nicht bestätigen, weil sonst hätten wir schon mehrere Meldungen hier, dass Kursprobleme gibt, aber ich habe den Teil mir auch schon geschrieben, gerne uns per E-Mail schreiben, dann werden wir das auch überprüfen, aber es liegt mir jetzt keine Fehlermeldung vor, dass wir da so weit Kursprobleme hatten, dass einzelne Kerzen fehlen. Ja, okay. Das kann halt immer auch mal mit den Ladezeiten halt zusammenhängen. Ne? Also ja. Das ist halt und damit halt, also wenn man das Problem öfters hat, sollte man wirklich aufräumen, weil das zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Und das erstreckt das, und daher kommen eben auch letzten Endes die Probleme, die man haben kann, wenn man halt Add-ons verwendet, die halt jetzt massiv auf Kursdaten zugreifen. Und X-Frame ist genauso eins davon wie das Value Profile, weil die halt ständig alle Kerzen auseinandernehmen und analysieren müssen. Und wenn aber die Datenbank in Ordnung ist, gibt es keine Probleme. Dann läuft das halt wirklich sauber. Und das sollte wirklich überhaupt nichts passieren dann halt auch irgendwie damit. Nur wenn halt die Datenbank nicht sauber ist, dann leider Gottes gibt es auch mal eine Verzögerung. Und was dann halt immer ein bisschen unschön aussieht, aber der Grund ist dann halt leider Gottes dort zu suchen, ne? Weil jetzt auch nochmal die Frage nach aufkam, könntest du vielleicht mal ganz kurz zeigen, wo man die historischen Daten findet und diese entsprechend löschen könnte? Gute Frage, ne? Ich glaube, bin ich echt so ein bisschen der falsche Ansprechpartner dafür. Dann machen wir es zusammen. Also Dateiordner öffnen auf jeden Fall. Ja, ne? Da irgendwo ist nämlich der Ordner, aber History, ne? Genau.
dann da den entsprechenden Server auswählen. Genau. Genau, den Server auswählen. Ja, hier History, FXFlat, MT4, Demo-Server und dann halt einfach mal den ganzen Ordner löschen. Dann dauert es zwar ein bisschen, bis man nochmal den nächsten Chart dann irgendwie aufkriegt, aber das macht ja dann nichts. Und wer MT5 benutzt, vielleicht nur als Ergänzung, auch wieder Dateiordner öffnen, muss aber dann in Ordner Bases und da ist dann oder sind die Ordner dann zu finden. Ja. Okay, also, dann, ja. Wenn du noch ja, ich wollte nur sagen, kann halt nichts schaden, ja. Da man halt irgendwie, kann man ruhig mal aufräumen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn man das gemacht hat, vielleicht nur eine kleine Ergänzung noch dazu, kann man in den Optionen sowohl MetaTrader als 4 als auch 5 dann auch den MetaTrader dazu zwingen, auch wirklich alle Kerzen oder beziehungsweise alle Daten dann auch wirklich vom Server zu laden. Und zwar macht man das im, du bist jetzt im MetaTrader 4, ne? Ja. Genau. Da warst du schon richtig, tatsächlich. Unten in die zwei Zahlen, dann gibt man einfach 9 ein, bis es nicht mehr geht. Und dann, wenn man das Ganze schließt, dann steht da eine Zahl 2, bla 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 bla, kann man nicht auswendig lernen. Dann hat man, zwingt man den MetaTrader dazu, tatsächlich alles vom Server zu laden, wenn man einen neuen Chart öffnet. Okay. Ja, und bei MetaTrader 5 gibt es da eine extra Option, die heißt maximale Balken im Chart. Und dann kann man da auf Unlimited einstellen. Dann hat man das auch. Okay. Also vielleicht auch noch ganz kurz zur neuen Version, was jetzt auch eigentlich endgültig gehen sollte. Ich bin nur hier immer so in der Zwischenversion, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich irgendwas äußere. Nachher kriege ich hier so einen Vorführeffekt. Und dann heißt, er hat doch gesagt, geht ja gar nicht. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel halt diverse Add-ons geladen hat und den StereoTrader, und muss mal gucken, ob hier nicht irgendwas Komisches noch auf ist. Ne, sieht ja erstmal gut aus. So, und wenn man den jetzt halt zumacht, und dann war es ja vorher so, dass der sich halt hier Add-ons, Einstellungen und so weiter, dass es nicht ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich das jetzt aber mache und den hier einfach dicht mache und dann halt nochmal neu öffne, und dann wird man sehen, der Ladeprozess ist jetzt halt so ein bisschen, der ist neu sortiert. Und das sieht dann jetzt so aus, das heißt, der startet hier erstmal ganz normal und unten ist erstmal leer, ja, passiert nichts. So, und dann kommen die erst danach, ja, also er wartet halt, die ganzen Add-ons warten, bis der StereoTrader vollständig geladen ist und dann erst klinken die sich drauf. Und wie man sieht, sind auch direkt die Einstellungen, das ist alles, die Anzeige ist da, man muss hier nicht irgendwie ein Timeframe wechseln, vorher war das ja ab und zu mal so, dass je nach Rechnergeschwindigkeit dann auch wieder musste man erstmal einen Timeframe wechseln, bis man wieder was angezeigt hat oder so. Wie man sieht, wenn man das jetzt neu lädt, ist es komplett sofort alles da. Das ist halt auch vielleicht nicht so unwichtig. Also das sind halt so solche Sachen, wo ich halt vorhin erwähnt habe, die sind unter der Haube in der Synchronisation ist da halt nochmal einiges verbessert worden jetzt eben auch. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe übrigens, weil hier gefragt wurde, die Zahl, die man im MetaTrader 4 maximal eingeben kann, habe ich in den Chat kopiert. Kann man dann einfach dann reinstellen. Dann nächste Frage, Dirk. Jetzt kommen wir wieder zum StereoTrader. Ich habe das Problem, dass Monats- und Wochenpivots auf dem M1 nicht sichtbar sind, MT5. Erst ab M3 sind sie sichtbar. Okay, also mal gucken, ob ich das nachvollziehen kann. Also, Monats- und Wochenpivots. Das muss ich mal erstmal drüber nachdenken, ob es da eine logische Erklärung dafür gibt. So, erstmal ist hier gar nichts sichtbar. Kann jetzt natürlich auch sein, dass die hier gar nicht sind. Doch, da oben ist einer. Skalierung, juhe. Also das ist wirklich eine Sache, die ist im MetaTrader 5 noch mal schlechter gemacht als im MetaTrader 4. Die Skalierung, das ist echt unglaublich. So, Monatspivot 11.620 im 1-Minuten-Chart. Ah, okay. Der ist da, nur die Linie ist nicht da, ne? Sehe ich gerade. Ja. Das gucke ich mir mal an. Das soll natürlich so nicht sein, klar. Ja, man sieht ja, die Linie ist taucht kurz auf, die ist nur scheinbar irgendwie
da nicht richtig platziert. Okay. Aufgenommen. Gut. Dann erstmal keine weiteren Fragen tatsächlich. Wir haben ja erst 7:15. Was machen wir jetzt? Hier sind also, so viele Leute. Ja, haben alle gespannt zugehört, aber Lutz schreibt Live-Trading. Machen wir heute nicht, Lutz. Machen wir mal morgen früh, glaube ich, schon wieder, ne? Genau. Lass mal gucken, ob hier. Ich gehe mal hier gerade die Teilnehmerliste durch. Ob mir da noch irgendwas einfällt von jemandem, der schon mal was gefragt hat, was ich vielleicht hinten angestellt habe. Nee, aber jetzt erstmal nicht. Programmierer, also von denen, die mit der API programmieren, sind, glaube ich, auch nicht viele da. Oder können vielleicht mal einfach mal, machen wir es so umgekehrt. Wer programmiert denn mit der StereoTrader API? Vielleicht einfach mal kurz hier rufen. Dann gehe ich da mal kurz drauf ein, noch auf einen Punkt. Nelson, musst du mir jetzt aber sagen, weil ich sehe ja, natürlich... Ja, ich warte, genauso wie du. Also auf den ersten Blick ist von dem, ist da glaube ich keiner mit dabei, großartig. Also Lutz sagt, dass wir im letzten Helpdesk gesagt haben, dass wir ein paar Add-ons vorstellen. Ja, da müssen wir mal gucken, was wäre denn gewünscht, frage ich mal so rum, was man da vorstellen könnte. Also ich meine, es sind ja einige, also wir haben ja alle schon mal irgendwo vorgestellt, nur geht es natürlich auch gerne mal halt irgendwie mal unter. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwas ins Auge fällt. Ich denke mal, das X-Frame ist ja bekannt, ne? Das haben wir ja schon gemacht. Das hat auch der Heiko in seinem Webinar schon ausgiebig gemacht. Und wenn sonst noch eine konkrete Frage zu irgendeinem Add-on da ist, natürlich sehr gerne her damit. Ne? Ich überlege nur gerade, ob ich nicht irgendwas vergessen habe hier bei den Neuerungen. Dann überleg mal, in der Zeit stelle ich auch eine Frage, beziehungsweise da ist eine Frage reingekommen, und zwar in Verbindung mit anderen Indikatoren würden sich die Limit-Orders nur schlecht bedienen lassen. Ja. Das hängt alles mit fest. Anderen Indikatoren, aber nicht Indikatoren von StereoTrader, oder? Kann der Teilnehmer gerne noch ergänzen. Ja. Hat er jetzt nicht geschrieben. Nee, mit das glaube ich nicht. Die Standardindikatoren wie Bollinger Bänder zum Beispiel. Damit lassen sich Limit Orders nicht bedienen. Glaube ich nicht. Also, sorry, wenn ich das so sage, aber da wüsste ich jetzt nicht wieso. Also, das hängt ja in keinster Weise mit zusammen. Ne? Also, so. Warum irgendwie gibt es eigentlich gar keinen Zusammenhang? Ne? Würde mich jetzt wundern. Ich hätte jetzt eher getippt, wenn jetzt jemand sagt, ja, hier der und der Anbieter, das und das Add-on, und da muss ich dann halt immer sagen, ja, dann bei dem Anbieter mal freundlich guten Tag sagen, mal fragen, was da los ist. Weil aber hier, warum sollte das nicht gehen? Also der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, der sagt, man muss richtig draufdrücken und würde dann bekommen Outcome 55. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ach so, ja, ist ein Mitglied aus der Gruppe. Ist mir nicht bekannt. Ach so, also, ist dein Name, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja, sein Mitgliedsname. Okay. Also, ist mir leider wirklich gar nicht bekannt. Aber da halt auch wirklich nochmal der Hinweis, so den Rechner mal irgendwie unter die Lupe nehmen. Ne? Weil, wie man sieht, ne, das geht ja hier. Und bei mir sind immer etliche Sachen auf, hier gleichzeitig auf dem VPS. Also jetzt auch noch und mehrere Benutzer auch noch drauf und so weiter. Ne? Und trotzdem ist das halt eigentlich alles stressfrei. Aber auch da, wie gesagt, kann alles auch sein, dass sich da im letzten Bild oder beziehungsweise jetzt mit dem Update da halt auch nochmal einiges verbessern wird, gehe ich fast von aus. Es gibt doch noch eine Neuerung, auf die ich mal kurz noch eingehen kann, und zwar die Order-Attribute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der 2042 schon drin ist oder erst ab der 43 dabei war. Auf jeden Fall die Order-Attribute haben sich ein bisschen geändert. Ne? Vorher gab es ja halt hier Attribute CA und CO. Jetzt gibt es CS und CO. CA heißt ja nur, wenn zum Beispiel halt oder generell die Attribute stehen ja dafür, was passiert,
wenn die Order gefillt wird. Ja, also wenn ich jetzt hier das Sell-Limit habe und habe noch irgendwie diverse andere Orders. So, und da kann ich ja hier, wähle ich die Order aus und sage dann halt zum Beispiel CS. CS würde bedeuten, cancel same, cancel sibling. Also das heißt, cancel gleiche Orders. Heißt, wenn die Short gefüllt wird, werden alle anderen Shorts gelöscht. So, habe ich aber jetzt CO, dann heißt es cancel opposite, also cancel die Gegenorder, lösche die Gegenorder. Heißt dann, wenn die Order gefüllt wird, werden alle Long Orders gelöscht. Und deswegen ist CA weggefallen, weil man kann ja einfach weiter anklicken, dann hat man natürlich genau denselben Effekt, kann es aber halt durch das CS, was natürlich jetzt auch so wieder so ein bisschen Stereotrader speziell ist, was halt nicht Standard ist, aber kann man es natürlich wesentlich genauer steuern, ja, weil ich ja auch, der Hintergrund ist ganz einfach der, mal angenommen, ich sage, ja gut, ich will hier Short handeln, aber jetzt nicht unbedingt ab dem Level, ja, warum auch immer, kann ja jeder so seine Gründe haben, sondern ich sage, ja, pass auf, wenn der hierher zurückkommt, dann gehe ich da oben Short, wenn er direkt runterfällt, gehe ich auch Short, aber hier ist jetzt doof, weil, so, dann setze ich nämlich hier als Beispiel die nächste Order hin und gebe dann bei beiden einfach CS an, ja, so, würde dazu führen, wenn die gelöscht ist, ist die weg und umgekehrt genauso. Und gleichzeitig kann ich aber halt hier zum Beispiel eine Buy Limit unten hinsetzen und das würde dazu führen, dass auf jeden Fall das dann halt mein Take Profit wäre. Egal von wo aus er jetzt gefüllt ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn hier oben gefüllt ist, nehme ich mir den besseren und wenn hier unten, dann verzichte ich auf den da oben. Ja, und so kann man das natürlich dann halt damit besser steuern. Das ist halt der Hintergrund davon. Okay, in der Zeit sind ein paar Fragen reingekommen. Und zwar, wie kann ich das verhindern, dass ein Reinlaufen in den Stop-Loss eines Trades alle anderen gesetzten Orders gelöscht werden? Aktuell werden bei jedem Stop-Loss alle anderen Orders gelöscht. Die Frage ist eigentlich eher, wie kann ich es erreichen, dass genau das passiert? Nämlich, das geht hier unten über Auto-Exit. Ja, da kann man das einstellen. Delete Orders heißt, sobald flat werden die anderen Orders gelöscht. So, wenn ich das deaktiviere, passiert das nicht mehr. Gut, dann ist hier aber tatsächlich noch eine Frage, wo bekomme ich X-Frame her? Über den Installation Manager. Also das heißt, hier oben einfach bei Installation Manager, hier über Setup und das mache ich jetzt natürlich nicht. Das hat er jetzt aber schon gemacht. Jetzt muss ich nur schnell überlegen, ob ich nicht hier irgendwas gerade verhaue. So sieht es übrigens aus, wenn der Installation Manager sich selber updatet. So, das heißt, hier draufklicken. So, das sieht natürlich, das gibt's nicht bei den meisten. So, und dann halt hier einfach auf halt hier einmal durchklicken, weiter, weiter, weiter und dann kann ich hier X-Frame auswählen und dann installieren und das war's. Und findet man nachher übrigens, sieht bei mir hier immer so ein bisschen anders aus, das findet man dann nachher hier bei Indikatoren, also Stereotrader Indicators. Genau. So, perfekt mit dem Auto-Exit, das habe ich gesucht, danke. Als Feedback und noch ein Feedback möchte ich dir vorlesen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich beim Herrn Hilger für den Stereotrader bedanken. Es ist ihm wirklich etwas sehr Gutes gelungen, danke. So viel Zeit muss natürlich sein. Da sage ich doch einfach auch mal danke. Ja klar, ich kriege ja immer wieder mal Nachrichten dieser Art, also ich meine, ich weiß ja nie, was ich drauf sagen soll, ja, also ich finde es natürlich sehr rührend, finde es sehr schön, nehme das Lob gerne an und auch wie gesagt, was soll ich halt dazu sagen, das macht ja halt auch immer so ein bisschen verlegen halt auch irgendwo, ne? Ich meine, das ist natürlich auch mein Anreiz auch, dass das Ding halt gut ist und eben besser ist als halt das, was man so kennt und auch ein bisschen innovativer und deswegen
freue ich mich natürlich über Lob, aber auch genauso, und da brauchst du ja keiner zurückzuhalten, über Kritik. Ja, also ich finde es immer super, auch Kritik zu bekommen, wenn mal einer sagt, das finde ich total Mist, kann man das nicht so und so und so machen, weil das bringt es natürlich dann am Ende dann genauso weiter. Aber klar, Lob natürlich auch gerne, weil das motiviert ja auch, da dran zu bleiben. Okay, ich glaube, wenn jetzt sonst nichts mehr ist, oder hat doch, sich das jetzt doch, irgendwie... Doch, nicht so schnell, echt? Junger Mann, nicht so schnell. Jetzt waren wir schon irgendwie, vor 10 Minuten war da schon nichts mehr da, jetzt kommt hier plötzlich alles. Nein. Also, ich muss aber auch ein längerer Text, deswegen muss ich mal gucken, dass ich das auch richtig vorlese. Also, Situation, MT4 Stereo Trader, Stereo Hedge Modus ist aktiviert, LIFO, keine Indikatoren. Dann wurden der initiale Stop-Loss und Take-Profit geändert, als Standardanwendung gespeichert und wurde nicht übernommen. Stereo Trader Neustart hat auch nichts gebracht und wird nicht im Pool eingetragen. Also generell, als Standard speichern heißt ja was ganz anderes. Also das hier ist gemeint. Ich lasse mal den Modus jetzt, wie er ist. Das spielt nämlich keine Rolle. Initialer SL und Stop-Loss. Safe Standard heißt, ich sichere es als Vorlage für den Fall, wenn ich irgendein Instrument aufmache, das ich noch nie geöffnet hatte. Dafür steht Safe Standard. Und ich muss das hier nicht als Standard definieren, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier immer im Dow Jones einen Stop-Loss von irgendwie, sagen wir mal, 25 haben will und Take-Profit, das stelle ich einfach einmal ein. Und sobald ich dann flat bin, steht hier 25,50. Und auch wenn ich den neu starte, ich kann immer zumachen und dann wieder aufmachen. Und dann müsste es mit Teufel zugehen, wenn da was anderes steht. Ne, steht dann jetzt auch 25,50 und ist auch nach wie vor in den Einstellungen drin. Safe Standard, wie gesagt, ist nur dafür da, wenn man dann irgendwas aufmacht, was man noch nie aufgehabt hat, ja, wo es keine Einstellungsdatei, keine gespeicherten dazu gibt. Nur dafür ist Safe Standard da. Ja, tatsächlich ist hier der Trick, auf Reset zu drücken, dann sollte das eigentlich übernehmen, wie du auch gerade gezeigt hast. Ja, also, ne, weil er macht es halt, also die Einstellungen gelten immer dann, sobald ich wieder flat bin. So, hier war jetzt halt kein Signal, um irgendwas zu ändern, deswegen habe ich hier auf Reset gedrückt und deswegen hat er es dann jetzt an der Stelle jetzt übernommen. Jetzt eine Gegenfrage bzw. eine weitere Frage, das kann nicht am Stereo Hedge Modus liegen. Nee, eigentlich nicht. Also kann es so gerne nochmal irgendwie hier versuchen mit dem anderen Modus. Müsste aber genauso gehen. Also ich meine, schließe jetzt nicht aus, dass sich da irgendwas eingeschlichen hat bei irgendeiner Verschlimmbesserung, aber ich kann es ja mal versuchen. Stereo Hedge, geht mal hier auch mal die 25,50. Ein. So, mal gucken, wie das hier ist. Na, kommt auch bei beiden, ne? Haben wir gesehen jetzt hier. Sieht irgendwie genauso aus. Ja. Kannst du mal schließen, nochmal öffnen. Jetzt gucke ich, jetzt den richtigen habe. Ich habe nämlich vorher nicht den Mini gehabt. 25,50. Ja, passt. Gut, dann haben wir es tatsächlich geschafft, auch pünktlich. Du hast noch hier ganz viel Lob bekommen, aber wollte ich dir jetzt extra nicht sagen, damit du jetzt nicht ja, gar nichts mehr machst. damit ich mich nicht mal freue. Ne? Ja. Nein, kann ich natürlich, kann ich nur unterschreiben, wirklich super Tool, aber ist bei mir kein Geheimnis, dass ich das Tool wirklich super finde. Ja. Wir sehen uns morgen früh. Morgen früh wieder. Ja. Können wir schon fast durchmachen. Genau. Ja. 8.45 Uhr mit ganz viel Kaffee und natürlich hoffentlich auch ein Markt, der mitspielt. Aber das werden wir dann sehen.
Ich bedanke mich schon mal bei den Teilnehmern. Vielen Dank für die Fragen, für die Teilnahme, dass Sie heute online waren, dass Sie Interesse haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis hoffentlich morgen früh. Vielen Dank natürlich, Dirk, für die Zeit, die du hier mit uns verbracht hast und alles beantwortet hast. Und ja, ich überlasse dir das letzte Wort, wie immer. Ja, danke auch von meiner Seite, dass ihr dabei wart und konnten sich einige Sachen nochmal klären lassen. Und wie gesagt, wie der Nelson auch schon gesagt hat, ich hoffe, ihr seid auch zahlreich morgen früh mit dabei. Ich sage danke auch an FX Flat und natürlich an Nelson hier für das Vorlesen der Fragen heute auch. Freue mich aufs nächste Mal. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.